bitte über Lara direkten Kontakt zu Elisabeth. Gut, Sanchez. Dann zeig mir mal, was du drauf hast. Hast du Lust auf Mittagessen? Klingt super. Falls der Plan funktioniert, bekommst du deine Million. Bingo. Die Diamanten werden morgen Punkt 12 mit einem Werttransporter zu Erzähl geschickt. Während der OP, da gab es einen Moment. Da war ich wie weggetreten. Deshalb liegt Bella im Koma. Aber damit kommt sie nicht durch. Dafür will ich sorgen. Ich kenne solche Typen. Die ziehen ihren Kopf immer aus der Schlinge. Jo nicht. Wenn der einen Fehler macht, dann steht er auch dazu. Vielleicht hat er sich ja längst aus dem Staub gemacht. Ich kenne ihn. Und sowas würde Jo niemals tun. Du wirst schon noch sehen, was du davon hast, dass du dich gegen deine Schwester entschieden hast. Und für den Typen, der sie auf dem Gewissen hat. Jo hat Bella nicht auf dem Gewissen. Er hat ihr das Leben gerettet. Wenn er sie nicht operiert hätte, dann wäre sie wahrscheinlich längst tot. Ist dir das überhaupt klar? Und jetzt? Jetzt liegt sie im Koma und wacht vielleicht nie wieder auf. Und nur, weil dein Freund mal einen Moment nicht aufgepasst hat. Wir wissen nicht, ob das der Grund ist. Und falls Jo wirklich einen Fehler gemacht hat, dann wird er auch dazu stehen. Das glaubst du das selber nicht? Ich kenne solche Typen. Weiß doch, wie sowas läuft. Wie was läuft? Wie er mit seinem Vorgesetzten geredet hat. Was hat er mit seinem Vorgesetzten geredet? Die Selbstanzeige bei der Ärztekammer. Was? Doch eh keinen Sinn. Passiert doch eh nichts. Eine Krähe hackt der anderen noch keine Augen aus. Wirst schon sehen, in ein paar Wochen. Da operiert er wieder lustig vor sich hin oder hat sich längst aus dem Staub gemacht? Selbstanzeige. Ach, du weißt gar nichts davon? Kennst deinen Freund wohl doch nicht so gut, wie du denkst. Ja, bitte. Du wolltest mich sprechen? Ja, komm rein, Sebastian. Setz dich doch bitte. Die Familienchronik. Ja. Ich drücke mich seit Wochen davor, weiterzuschreiben. Ist ja auch nicht einfach, ist ja schließlich für die Ewigkeit. Und den lukrativen Deal mit Mosch wolltest du der Nachwelt natürlich nicht vorenthalten. Nein, Sebastian, es geht doch nicht ums Geld. Wir sind weder auf Erfolgskurs. Die Firma und die Familie. Das finde ich berichtenswert. Und ich wünschte, das würde für die ganze Familie gelten. Ja, darüber wollte ich mit dir reden. Du hast gesagt, dass du dich von Tanja distanzierst und dass du voll und ganz hinter mir stehst. Ich will gar nicht wissen, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Mich interessiert nur, kann ich mich wirklich auf dich verlassen? Absolut. Kein falsches Spiel diesmal. Elisabeth. Ich werde mich dir und der Firma gegenüber zu 100% loyal verhalten. Und erst wenn du selbst deinen Posten wieder aufgeben möchtest, stehe ich natürlich zur Verfügung. Das heißt auch, du wirst in Zukunft konstruktiv mit Tanja zusammenarbeiten. Keine privaten Konflikte, die dann in der ganzen Firma ausgetragen werden? Du kannst dich auf mich verlassen. Ich nehme dich beim Wort, Sebastian. Bitte. Störe ich? Nein. Komm rein. Gut, dass du da bist. Es gibt Neuigkeiten. Dein Bruder wird ab jetzt neuer Finanzchef und erhält wieder volle Prokura. Du bist wieder unser Chefcontroller. Du kannst dich schon noch daran erinnern, dass er versucht hat, gemeinsam mit Tanja und Ansgar hinter unserem Rücken Firmengelder zu unterschlagen. Das war ein Fehler, das weiß ich. Aber ich finde, jeder hat die Chance, einen Fehler wieder gut zu machen. Diese Familie schaut auf 800 Jahre Geschichte zurück. Und das nur, weil sie immer, wenn es darauf ankam, zusammengehalten hat. Ja, dann haben wir das ja geklärt. Tristan, ich möchte, dass alle ihren Beitrag leisten, damit diese Chronik erfolgreich weitergeschrieben werden kann. Hey, du. Hey, du. Na? Läuft wohl nicht so gut bei euch. Uns läuft gar nichts, Kim. Ach so. Dann habe ich mir nur eingebildet, dass er ein romantisches Essen für dich gekocht hat. Und dass du mich extra hinbestellt hast, damit ich es auch ja mitkriege. Ich kann verstehen, dass du sauer bist, ja. Aber ich hatte wirklich keine Ahnung, dass Emilio dieses Essen für mich vorbereitet hat. Ich bin nicht sauer. Ich bin nicht mehr mit Emilio zusammen. Du kannst mit ihm machen, was du willst. Aber dass du mich dabei anlügst, das kotzt mich an. Schön.
Das nächste Mal sage ich dir direkt, wenn ich auf den Typen stehe, den du sowieso längst abgeschossen hast. Du hast eh keine Chance. Weißt du, das hat wohl was mit Klasse zu tun. Dann macht es dir also nichts mehr aus, wenn ich jetzt das mit Emilio anfange? Dann läuft wirklich noch nichts bei euch? Tja, dann wird es auch nichts mehr. Wenn er dich bis jetzt noch nicht angerührt hat, dann will er dich einfach nicht. Jo, ich bin's. Du musst da nicht alleine durch. Ich bin für dich da. Okay, ich komm jetzt rein. Jo? Flugbuchung. Zürich heute. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Hey, ich bin's. Du, ich hab mich nur gerade gefragt, wo du dich rumtreibst. Bellas Vater hat mir von deiner Selbstanzeige erzählt. Das heißt ja wohl, dass du dann suspendiert bist, oder? Jo, ich will, dass du weißt, dass ich für dich da bin. Bitte ruf mich an, wenn du das abhörst, okay? Was ist denn jetzt eigentlich genau dein Problem? Ich meine, wenn ich wieder Finanzchef bin, dann hast du doch automatisch weniger Arbeit. Klingt großartig, dann habe ich endlich wieder mehr Zeit für Drogen und leichte Mädchen. Ja, meinetwegen auch das. Für wie senil hältst du uns eigentlich alle? Du verkündest, dass du dich mit Tanja überworfen hast und bittest Elisabeth dann, dass sie dir wieder ihr tiefstes Vertrauen ausspricht. Und du erwartest von mir, dass ich dir das abnehme? Ja, warum nicht? Weil du die ganze Nummer, ich weiß nicht, wie oft mit Tanja abgezogen hast? Ihr spielt uns vor, dass ihr euch getrennt habt, trefft euch aber heimlich weiter irgendwo im Hotel, wo ihr dann irgendwelche Pläne aushängt, wie ihr zum Beispiel einen Hakenstuhl sägen könnt. Glaub mir, das ist diesmal was ganz anderes. Nenn mir einen Grund, warum. Ja, ihr werdet mir wohl einfach vertrauen müssen. Das kann ich nicht. Schön, dann lass es eben bleiben. Elisabeth hat mir ihr Vertrauen ausgesprochen und weißt du was, das reicht mir. Und deswegen werde ich mit Lisbeth noch mal ein ernstes Wörtchen reden. Ja, bitte mach es. Oder sag ihr doch gleich, dass du eifersüchtig bist und am liebsten ihr Lieblingsstiefsohn bleiben möchtest. Ich war so oft beim Therapeuten. Von einem Oedipus-Komplex hat er nie was erwähnt. Vielleicht ist er gar nicht so weit gekommen. Bei dir gab es ja auch genug akute Baustellen, stimmt's? Also, falls du mir sagen willst, dass ich ein interessanter Fall bin, danke, das weiß ich schon. Weißt du, interessant finde ich vor allem, dass dir diese Firma immer so völlig egal war und jetzt auf einmal tust du so, als wäre sie schon immer das Wichtigste in deinem Leben gewesen. Ey, was ist denn falsch daran, seinen Job ernst zu nehmen? Das ist überhaupt nicht falsch, es ist nur total unglaubwürdig. Ungefähr genauso unglaubwürdig wie deine reumütige Rückkehr in den Schoß der Familie. Stimmt, das ist ja deine Paraderolle. In mein Büro. Alle beide. Und zwar sofort. Ach, die Ärmsten. Und dabei regen sie sich völlig umsonst auf. Weil der Laden hier noch Ebert-Geschichte ist. Seien Sie sich nicht so sicher. Vielleicht sollten Sie ihnen einfach sagen, dass die echten Diamanten weg sind. Das lenkt sie bestimmt ab. Ach, Alexa, geben Sie sich keine Mühe. So schnell gebe ich nicht auf. Ja, ist doch schön, wenn man in Ihrem Alter noch Träume hat. Haben schon ganz andere versucht, mir alles wegzunehmen, bis sie nicht so gut bekommen. Soll das eine Drohung sein? Ich wäre nur vorsichtig an Ihrer Stelle. Sie können mir gar nichts. Sie haben keine Ahnung, wo die echten Diamanten sind. Und sollte mir irgendwas zustoßen, dann schaltet sich mein Anwalt ein. Das Schöne an der Sache ist, Sie sind zu dämlich für einen wasserdichten Plan. Wirklich? Ich glaube, ich bräuchte der Polizei bloß einen Hinweis auf die Versicherungsscheine zu geben, die Sie gefälscht haben. Gibt aber keine Beweise. Ich glaube, für so ein paar echte Diamanten redet Emilio bestimmt gerne. Sie sollten Ihre Mitwisser nicht immer mit einem Taschengeld abspeisen. Emilio, der wird nichts verraten. Darauf an, was man ihm bietet. Ich gebe zu, Sie haben vollen Körpereinsatz gezeigt, aber ich fürchte, auch das kann ich besser.
dir sprechen. Sofort. Er macht ein romantisches Dinner für mich, ist für mich da, als Kim stinksauer ist. Und dann plötzlich ist alles wieder vorbei, nichts mehr. Aber ignoriert mich jetzt absichtlich. Naja, vielleicht hält er sich wegen Kim zurück. Die beiden sagen seit Wochen, dass sie nichts mehr voneinander wollen. Was nicht automatisch stimmen muss. Und was denkst du? Keine Ahnung. Die haben immer schon gestritten, aber so heftig wie jetzt war es noch nie. Du machst dir echt Hoffnung, was? Naja, deiner Frau wäre die Sache klar. Sie verhält sich komisch, geht auf ihn zu und dann zieht sich wieder zurück, macht merkwürdige Sachen. Na, dann würde sagen, sie ist verliebt. Ihr Frauen habt echt an einer Klatsche. Ey, wenn ihr so einfach seid, dann erklär du mir doch mal, was Emilio von mir will. Also gehen wir davon aus, Emilio will wirklich was von dir. Würdest du dich darauf einlassen oder dich wieder wegen Kim zurückziehen? Naja, eigentlich bin ich bei Freundinnen immer total loyal, musst du mir glauben. Jetzt hat Kim mir die Freundschaft gekündigt und... Ja, ich würde es probieren. Dann weiß ich wenigstens, wo ich bei ihm dran bin, wenn er mich abblitzen lässt. Ist doch ein Wort. Ja, und Möglichkeiten, sich über den Weg zu laufen, gibt's genug. Netter Ort für ein stilles Treffen. Ich dachte, du willst nicht mehr, seit Sebastian wieder im Lande ist. Daran hat sich auch nichts geändert, Emilio. Ich will was mit dir besprechen. Ich höre. Du erinnerst dich an die Nacht, als du mir die Bibliothek geöffnet hast? Glasklar. Diese Nacht ist niemals passiert. Du weißt nichts von einem Diamantenbetrug und du hast niemals falsche Steine gesehen, verstanden? Und wenn doch? Dann wird es so ziemlich das Letzte sein, was du tust. Okay, wie viel ist es dir wert, mein Schweigen? Ein Witz sein, ha? Wir hatten einen Deal, 1 Million Euro. Und du hast mich mit einem mickrigen, winzigen Diamanten abgespeist. Versuchst du gerade, mich zu erpressen, Sanchez? Ich habe für dich die ganze Drecksarbeit gemacht. Für dich und die Berg den Hampelmann gespielt. Und ich habe meine Freunde ausspioniert. Darum geht's dir. Du hast ein schlechtes Gewissen, weil du der Kleinen das Herz hingebrochen hast. Nein, habe ich nicht. Ich habe einfach keinen Bock, mich weiter von dir verarschen zu lassen. Das Ganze war nicht umsonst, kapiert? Das war's doch auch gar nicht. Du hast doch was Wichtiges gelernt. Du kannst dich nur auf dich selbst verlassen, denn am Ende kämpft jeder für sich. Mistschick. Konflikte löst man eigentlich unter sich. Und nicht vor allen Mitarbeitern. Ja, stimmt schon. Das war jetzt nicht besonders professionell. Ja. Und von dir hätte ich eigentlich erwartet, dass du meine Entscheidung akzeptierst. Das tue ich. Was aber noch lange nicht heißt, dass ich auch deine Meinung teile. Tristan zweifelt an meiner Loyalität. Nein, ich halte dich sogar für äußerst loyal. Nur, dass deine Loyalität nicht der Familie gilt, sondern Tanja. Und ich glaube, ich habe mehr als einmal bewiesen, dass ich durchaus in der Lage bin, mich auch einmal gegen Tanja zu stellen. Wann, als ihr mal wieder Streit hattet? Elisabeth, ich bin in der Lage, Berufliches und Privates zu trennen. Genau das bist du eben nicht. Denn solange du mit Tanja zusammen bist, gibt es für dich keine Trennung zwischen Privat- und Berufsleben. Weißt du was, glaub doch, was du willst. Aber selbst da kann ich dich beruhigen. Im Moment sind wir nicht zusammen. Fragt sich nur, wie lange noch? Elisabeth, ich werde meine Arbeit hier einzig und allein im Sinne der Frau. Ja, bis Tanja dich wieder an die Leine nimmt. Bist du bald fertig? Hör doch mal auf mit diesem Tanja-Gequatsche! Und hört ihr mal auf, euch zu streiten? Das ist ja wie Kindergarten. Ich hatte wirklich gehofft, dass ihr euch wieder zusammenrauft, aber habe ich mich wohl geirrt. Da ihr offensichtlich nicht in der Lage seid, euch zu vertrauen und zusammenzuarbeiten, tja, da kann nur einer von euch bleiben. Ihr habt 3 Stunden, euch zu entscheiden, wer bleibt und wer geht. Bitte? Ja, Moment mal, wie soll das denn jetzt gehen? Sollen wir uns vielleicht duellieren? Gute Idee, im Fechten warst du sowieso meine Niete. Ich erwarte eine einvernehmliche Entscheidung. Unter Führungskräften, wie ihr das macht, ist mir egal. Au! Entspann dich, es war nicht mit Absicht, okay? Geht's noch?
Tut mir leid. Tut's weh? Ja. Aber Hauptsache, dir geht's jetzt besser. Du siehst aus, als hättest du eine Stinkwut. Ärger? Könnt besser laufen, ja. Wenn du magst, ich hab gleich Pause, dann könnten wir quatschen. Lass mal stecken, alles gut. Was ist denn hier passiert? Sorry, das ist mir runtergefallen. Ja, und jetzt? Wartest du drauf, dass ich festtritt, oder was? Räum das gefälligst weg! Mann, hat die Leute jeder eine Scheißlaune. Vielleicht ist heute ein Scheißtag, hm? Könntest du mal? Oh, sorry. So, ich lass dich mal alleine, ich hab noch was zu tun, ja? Klar, ich schaff das auch alleine. Ich weiß. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Dankeschön. Zürich, was will er denn da? Keine Ahnung. Ich hab gehofft, er hat dir vielleicht was erzählt. Als ob der mit mir über sowas reden würde. Du bist doch bei der Polizei, oder? Ja. Was gibt's? Ich möchte Anzeige erstatten. Gegen deinen Bruder. Das ist nicht dein Ernst. Abgesehen davon, dass ich gerade nicht im Dienst bin, mein Bruder hat selbst Anzeige bei der Ärztekammer erstattet. Das reicht mir aber nicht. Ich möchte, dass die Polizei die Sache untersucht und nicht irgendwelche Ärztekollegen. Möchtest du nicht erstmal abwarten, was die Ärztekammer entscheidet? Damit er sich vielleicht irgendwie aus dem Staub macht? Hast du dafür irgendwelche Indizien? Nein. Ihr vielleicht? Lass mich raten. Du hast keine Ahnung, wo dein Freund gerade steckt. Er ist mir keine Rechenschaft schuldig, weil er sich den ganzen Tag aufhält. Mit anderen Worten, er hat sich also schon aus dem Staub gemacht. Ja, und wenn das so wäre, warum hat er sich denn dann bitte selbst bei der Ärztekammer angezeigt? Vielleicht hat er kalte Füße bekommen? Das ist doch Blödsinn. Werden wir ja sehen. Ich reise heute Nachmittag nach Tübingen ab. Aber vorher gehe ich noch im Präsidium vorbei. Mach das. Damit hilfst du Bella auch nicht. Glaubst du, sie würde wollen, dass du das machst? Bella ist mein Kind. Und wenn sie sich nicht selber wehren kann, dann werde ich das für sie tun. Wir sind hier wunderbar ohne dich zurechtgekommen. Nenn mir einen guten Grund, warum ich gehen sollte. Ich bin weitaus qualifizierter als du. Ich werde in dieser Firma gebraucht. Sogar Lisbeth scheint der Meinung zu sein, dass wir gut ohne dich zurechtkommen. Gilt für dich auch. Und du weißt schon, dass du den Posten in der Firma überhaupt nur aus Mitleid bekommen hast. Du meinst als Resozialisierungsmaßnahme für psychisch labile Drogenabhängige? Naja, hat ja funktioniert. Hast ja schon länger keinen Van Gogh mehr zerschnitten. Sowas mache ich jetzt nur noch heimlich. Ach, darum geht's. Du bist stolz darauf, dass du endlich bei uns Großen mitmischen darfst. Und jetzt hast du Angst, dass ich dir das wieder wegnehme? Wovon bitte redest du? Naja, du hast doch immer so getan, als sei dir diese Firma völlig egal. Als würdest du das, was wir da machen, irgendwie spießig und langweilig finden. Und dabei hat er die ganze Zeit nur davon geträumt, endlich mitmachen zu dürfen. Glaub mir, ich habe von ganz anderen Dingen geträumt. Und dann hast du dich drauf eingelassen, hast dann irgendwann gemerkt, dass dir das sogar gut tut. Zur Abwechslung, dich mal nützlich zu machen. Du hattest zum ersten Mal das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Tristan, das freut mich für dich. Aber es ist leider nach wie vor so, dass in dieser Firma die Posten nach Kompetenz vergeben werden und nicht nach emotionaler Bedürftigkeit. Ich weiß wirklich nicht, was mich mehr ankotzt. Deine küchenpsychologischen Ergüsse oder dein dämliches Gesicht, das du dabei machst. Ich weiß, dass ich recht habe. Dann druck dir eine Spruch auf ein T-Shirt. Und jetzt? Wir müssen uns ja einigen. Du hast doch gerade eindrucksvoll bewiesen, dass du der Klügere bist. Und wie heißt es so schön? Der Klügere gibt nach. Ja, ja, da ist schon was dran. Trotzdem, deinetwegen werde ich das Feld nicht räumen. Gut, geht mir genauso. Was ist, wenn Bellas Vater recht hat? Andi, jetzt fang du nicht auch noch an. Fakt ist doch, dass Jo verschwunden ist und er hat sich bis heute nicht bei dir gemeldet. Bella liegt im Koma. Eben. Deswegen würde Jo nicht abhauen, nicht jetzt. Nicht jetzt? Wann denn dann? Der Typ hat doch ein schlechtes Gewissen, weil Bella deine Schwester ist und sie war schwanger. Er war doch schon immer ein feiges Arschloch. Andi, es reicht schon, wenn Bellas Vater so über ihn redet. Sei wenigstens du mein Freund. Ich bin aber auch mit Bella befreundet. Und ohne Jo würde sie jetzt vielleicht nicht im Koma liegen. Nein, ohne Jo wäre sie wahrscheinlich schon längst tot. Tut mir leid. Aber wenn ich daran denke, wie Bella da liegt, an diese Maschinen angeschlossen, dann könnte ich einfach jedes Mal durchdrehen. Ich weiß, ich auch.
Olli, bist du dir sicher, dass Jo nicht abgehauen ist? Der konnte doch noch nie gut mit Druck umgehen. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, aber das ist schon komisch, dass er untergetaucht ist. Also, fassen wir mal zusammen. Entweder du machst doch wieder gemeinsame Sache mit Tanja. Okay, okay, du willst einen Beweis. Kann ich dir leider nicht liefern. Oder du hast dich wirklich mit ihr gestritten und willst deshalb zurück in den Schoß der Familie. Mir gefallen beide Möglichkeiten nicht. Oh, das klingt spannend. Darf ich zuhören? Nein. Habt ihr eigentlich nichts Besseres zu tun? Ich meine, während ihr hier streitet, wer Elisabeth die Aktentasche tragen darf, jongliert die Firma mit dem größten Auftrag ihrer Geschichte. Was da alles schiefgehen kann. Mach dir mal keine Sorgen, wir regeln das schon. Habt ihr eigentlich mal drüber nachgedacht, dass ihr nur deshalb so angreifbar seid, weil ihr euch ständig gegenseitig bekämpft? Also, das ist jetzt nur so ein Gedanke. Alexa, raus! Gut. Aber sagt hinterher nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ihr beiden hättet euch niemals scheiden lassen dürfen. Ihr seid ja wie füreinander bestimmt. Verstehe schon, du meinst, dass ich niemals sowas wie einen Preis für vorbildliche Lebensführung bekomme. Ja, ich weiß, du alter Saubermann hast natürlich alles richtig gemacht. Bis auf einen winzigen Fehler in deiner Bilanz. Und der heißt Tanja. Kannst du vielleicht endlich mal aufhören, dir über sie das Maul zu zerreißen, ja? Wie denn? Alles, was du tust, hängt mit dieser Frau zusammen. Entweder du machst genau das, was sie von dir will, oder du machst genau das Gegenteil, weil du sie bestrafen willst. Das ist lächerlich. Was hat sie denn diesmal angestellt? Hat sie dich mal wieder betrogen? Sein. Kaum guckt er mich mit seinen scheiß Kulleraugen an, hackt bei mir irgendwas im Kopf aus. Und erst wenn er wieder weg ist, checke ich, wie dämlich ich mich eigentlich gerade verhalten habe. Emilio ist in letzter Zeit schräg drauf. Heute ganz besonders. Danke. Alter, du Penner, mach die Augen auf! Fick dich ab, okay? Ich soll mich abregen. Ich habe mich noch nicht mal aufgeregt. Ey, hast du gesehen, wie er gegrinst hat? Ekelhaft. Was ist denn los mit dir? Ich sagte, ich bin genau in der richtigen Stimmung, um so einen Penner als auf die Fresse zu hauen. Ja, und dann zeigt er dich wegen Körperverletzung an, dann war's das mit der Sicherheitslizenz. Such dir lieber ein Date, das entspannt. Oder hast du es nicht mehr nötig? Was? Lara? Ich meine, neulich hast du dich so ins Zeugs gelegt. So ein romantisches Dinner und so. Keine Ahnung, was du da quatscht. Ich bin fertig. Wir können zu Bella ins Krankenhaus. Ruf dir mich an, wenn es was Neues gibt? Ja, klar. Wann hast du das letzte Mal was Richtiges gegessen, hm? Keine Ahnung. Ich krieg eh nichts runter. Hab warten. Wie lange braucht ihr ungefähr? Egal. Ich muss mich ablenken und ihr habt Hunger. Ich koche uns was Schönes und davon haben wir alle was, hm? Okay. Komm her. Und gib Bella einen Kuss von mir, ja? Mach ich. Bis später. Ciao. Doch, von einer Party. Doch, ganz bestimmt. Versuch dich zu erinnern. Nee, sorry. Nee? Wirklich nicht. Ich muss los. Hey, komm, keine Zeit, los! Los! Hey! Hey! Taxi! Hi, willst du nicht schnell austrinken? Ich will dir neues spendieren. Alter. Also.
Das stimmt so. Halt die Fresse. Trauerspiel. Das ist die Fresse halten, habe ich gesagt. Schliebowitz, bitte. Danke. Da habe ich wohl einen wunden Punkt getroffen. Ich treffe gleich bei dir noch was anderes. Dann gesagt, weil ich hätte wieder was mit Tanja gehabt. Das glaube ich nicht. Weißt du was? Du bist völlig unberechenbar. Oh, das klingt sehr lächerlich, wenn gerade du das sagst. Nicht mal halb so lächerlich wie du, wenn du behauptest, dass das alles nichts mit Tanja zu tun hätte. Ich höre endlich auf, über Tanja zu reden. Unverändert, die Schwester ist gerade bei ihr. Ich habe mich gerade von Bella verabschiedet. Ich habe wirklich alles versucht, aber ich muss jetzt erstmal wieder zurück nach Tübingen. Eine Bitte. Ja? Hältst du mich auf dem Laufenden? Ich meine, wenn sich irgendwas an Bellas Zustand tut. Klar, mache ich. Ich werde das natürlich auch machen. Danke, aber Andi ist mir lieber. Dem ist Bella nicht egal. Mir ist Bella auch nicht egal. Ich bin ja Bruder. Halbbruder. Scheint dir aber nicht allzu viel zu bedeuten. Nur weil ich mich nicht von meinem Freund trennen will? Bella würde sowas nie von mir verlangen. Bella liegt im Koma, aber ich bin sicher, sie weiß ganz genau, wer auf ihrer Seite ist und wer nicht. Moment mal. Jetzt kommt mal runter. Ja, wie denn? Peter sucht einen Schuldigen und hat sich auf meinen Freund eingeschossen. Der Arzt ist nun mal verantwortlich für seinen Patienten. Wenn er einen Fehler macht, dann muss er auch dafür gerade stehen. Das tut er ja auch. Und wenn ihm die Ärztekammer freispricht? Ja, was dann? Willst du ihn dann wirklich anzeigen und seine ganze Zukunft ruinieren? Er ist schuld an Bellas Zustand, verdammt nochmal. Das ist alles nur Mutmaßung. Leute, jetzt hört endlich auf. Meint ihr, das bringt was, wenn wir hier rumstreiten? Ruf den Stationsarzt, das EKG der Patientin spielt vor. Verdammt. Du hast einen ganz schönen Schlag drauf, weißt du das? Ich musste mich auch einmal gegen zwei ältere Brüder durchsetzen. Du hast da noch was. Hier. Kennst du die Geschichte von Kunibert von Lahnstein? Nie gehört. Wer war das? Keine Ahnung. Und so wie es aussieht, werden wir das auch nie erfahren. Oh Gott. Hat der Ulskalus ist auch nicht besser ergangen. Sieht aus, als hätten wir die halbe Verwandtschaft gekillt. Vielleicht auch eh keiner, ob das Ding jemals einer liest. Oh. Der Wahrspruch der Familie hat's überlebt. Einigkeit ist unsere Bastion, Zusammenhalt ist unsere Festung und Bruderliebe unser Sieg. Na komm, das hast du dir gerade ausgedacht. Das steht da wirklich. Ich kenne Spezialisten für Buchrestaurationen. Das fällt dir ja früh ein. Kriegt ihr das hin? Ein Versuch ist es wert. Gut, aber das mit dem Kunibert bleibt unter uns. Hoffen wir einfach, dass nie jemand fragt, warum es zu dem Bild in der Ahnengalerie keinen Eintrag in der Chronik gibt. Warum sagt uns denn keiner was? Sie meinten, sie geben uns Bescheid. Ich will doch nur wissen, was mit meinem Kind ist. Bella wird wieder gesund. Woher willst du das wissen? Weil sie weiß, dass sie sonst Ärger mit dir kriegt. Und mit mir auch. Peter Bella weiß, dass wir hier sind und auf sie warten. Sie liegt vielleicht da drin im Koma, aber sie weiß, dass wir da sind. Deswegen müssen wir jetzt alle zusammenhalten. Was ist mit meinem Kind? Sie ist wieder stabil. Wie konnte das überhaupt passieren? Kreislaufschwankung. Das ist bei einem Koma-Patienten nichts Ungewöhnliches. Ja, aber es muss dann Grund dafür geben. Wir haben alles noch einmal untersucht und konnten keine organischen Ursachen finden. Ich komme dann später noch mal vorbei, ja? Danke. Olli, ich würde mich gerne noch mal allein von meiner Tochter verabschieden. Natürlich. Und wenn ich nachher nach Tübingen fahre, ihr haltet mich auf dem Laufenden, ja? Klar.
Was ich da vorhin alles gesagt habe, so mit Polizei und Anzeige, das war wohl ein bisschen übertrieben. Gut, dass ihr da seid. Das Essen ist gerade fertig. Ja. Riecht gut. Du bist das. Hi. Hi. Ich hab gekocht. Das ist nicht zu übersehen. Ja, ich musste mich ablenken. Vielleicht, weil ich ein bisschen zu viel auf dem Boden rumgekrochen bin. Ach, die Papiernummer, ne? Bist du noch sauer? Es tut mir wirklich leid. Und wie? Aber ich weiß, wie du es wieder gut machen kannst. Wie ist mit mir? Dann war es wenigstens nicht umsonst. Naja, also eigentlich, Warte. Ich zeig dir das erstmal. Ups. Au! Das ist heiß. Das finde ich auch. Und? Wie sieht's aus? Hm? Also, ich finde, dass ich gerade ziemlich Hunger bekomme. Na, dann hol die Teller und zieh dich aus. Okay, ganz. Du blöder Mann. Olli! Olli, warte! Wie geht es Bella? Ich weiß es nicht. Es gab da irgendeine Krise, irgendwas mit dem Herz. Was? Und jetzt? Nichts und jetzt. Sie liegt nach wie vor im Koma. Die Ärzte sagen, dass sie sich wieder gefangen hat, aber sie wacht einfach nicht auf und keiner weiß für wie lange. Und Jo ist weg. Ja, Frank hat es mir erzählt. Hast du eine Ahnung, was er in Zürich will? Hat er dir irgendwas gesagt? Ich bin wahrscheinlich der Letzte, dem Jo etwas anvertrauen würde. Du bist nicht der Typ, der abhaut und kneift. Ist er ganz anders als ich. Nein, nein, er würde sowas nicht tun. Weil du kennst ihn doch überhaupt nicht. Ich kenne Kerstin, seine Mutter. Sie hat niemanden im Stich gelassen. Jo kommt ganz nach ihr. Warum ist er dann einfach abgehauen? Kennst du diese Ameisen, die ganz alleine so ein großes Blatt zu ihrem Nest tragen? Obwohl sie eigentlich viel zu klein dafür sind. Sowas würde mir nie im Traum einfallen. Da suche ich mir lieber ein paar Kumpels, die mit anpacken. Oder ich vertilge das Blatt auf der Stelle. Aber Jo wird es alleine tragen. Bis zum Ziel. Vertrau meinem Jungen. Tolle Metapher. Kim ist übrigens immer noch sauer wegen dem romantischen Dinner, das du für mich gekocht hast, bei dem sie reingeplatzt ist. Ja, das war eine schräge Situation. Wieso hast du das eigentlich für mich gemacht? Ich wollte dir nur was Gutes tun, weil du immer für mich da warst. Ich weiß, die Frage kommt jetzt ein bisschen später, aber hat's dir gefallen? Auch wenn wir unterbrochen worden sind. Wir holen das ja jetzt nach. Wie gut, dass ich heute meinen Kochflash hatte. Ja, das finde ich auch. Was ist? Ich weiß nicht. Irgendwas ist anders. Was? Ich weiß es nicht. Aha. Wow. Ja, das höre ich häufiger. Es gibt übrigens noch Pudding. Was? Mein Spezialpudding. Schoko-Orange. Der ist echt lecker. Das finde ich auch. Ihr wollt beide gehen? Du lässt uns ja leider keine andere Wahl. Sonst verstoßen wir gegen den Wahrspruch unserer Familie. Und der ist immerhin mehr als 800 Jahre alt. Ja, Einigkeit ist unsere Bastion, Zusammenhalt unsere Festung und Bruderliebe unser Sieg. Aha. Ja, ich kann unmöglich auf euch beide verzichten. Wenn ihr von jetzt an ohne Streitereien zusammenarbeitet, dann könnt ihr auch beide bleiben. Einverstanden. Schön.
habe ich ein weiteres bemerkenswertes Ereignis in die Familienchronik einzutragen. Apropos Chronik. Wir lassen sie gerade neu binden, zur Feier. Das heißt, in ein paar Tagen hast du sie wieder. Oh, das ist aber eine nette Idee. Ja, dann an die Arbeit. Habe ich das richtig verstanden? Du wolltest einen von den beiden feuern? Ich? Nein. Sie hatten eine kleine Auffrischung in Sachen Bruderliebe nötig. Und du siehst ja, es hat gewirkt. Danke. Hi. Hey, gibt's was Neues von Bella? Immer noch normal, stabil. Leni, machst du mir eine Cola? Und bei dir, Olli? Jo schweigt weiter, was immer das zu heißen hat. Was ist das? Das ist quasi der letzte Grashalm, an den ich mich klammer. Damit rede ich mir ein, dass ich mir mit Jo nicht total was in die Tasche gelogen habe. Na, willst du nicht gucken, ob's von Jo ist? Das ist eh wieder nicht. Ist von ihm. Ja. Hey, Olli, ich musste ganz dringend weg. Ich weiß aber noch nicht, wie lange. Ich habe vor, Bella zu helfen, Jo. Was meint er damit? Er will Bella helfen. Keine Ahnung. Aber er hat sich nicht feige abgesetzt. Komm, gibst du, in Griechenland hast du doch mit dem Pudding reihenweise die Jungs rumgekriegt, oder? Zu Hunderten. Jetzt sag mal, Hand aufs Herz, wie viele waren's? Hm? Den Pudding gibt's immer erst für den Richtigen. Mensch, dann habe ich ja richtig Glück gehabt, dass ich hier vorbeigekommen bin. Vielleicht habe ich ja geahnt, dass du noch vorbeikommst. Klar, ich wohne hier. Eben. Wir wollten doch das romantische Abendessen nachholen, oder? Das haben wir doch gerade. Das Beste fehlt noch. Immer schwarz. Mit Milch und 3 Stück Zucker. War ein Scherz, natürlich schwarz. So. Hier. Danke. Hat es übrigens recht. Womit? Tanja hat mich betrogen. Mit Emilio. Mit Emilio? Aussieht, haben sie sich wieder zusammengerauft. Dabei haben sie keine Ahnung, was sie erwartet. Die Landsteins finden immer einen Weg zu überleben, Alexa. Auch ihre Intrigen. Du hattest übrigens auch recht. Was, dass du eine Goldgrube für jeden Therapeuten bist? Ja, das wahrscheinlich auch, aber ja, ich mag meinen Job. Ich mag ihn sogar sehr gerne, weil er mir das Gefühl von Sicherheit gibt. Klingt das sehr albern? Aus deinem Mund schon. Es ist immer ein gutes Gefühl, wenn man was Nützliches tut. Irgendwie ist es beruhigend. Wenn es nicht total kitschig klingen würde, dann würde ich wahrscheinlich sogar sagen, ich bin stolz auf dich. Ich verrate auch niemandem, was du für ein verkitschter Weichling bist. Na, ich sag ja auch keinem, dass du ein Spießer geworden bist, oder? Was Emilio betrifft,
Der wird nicht die Seite wechseln. Dafür habe ich gesorgt. Natürlich haben Sie das. Deshalb habe ich Sie ja auch für ihn angesetzt. Ich wollte, dass Sie sich auf den kleinen Idioten konzentrieren. Damit ich ganz in Ruhe meinen nächsten Schritt planen kann. Und der wäre? Schon morgen wird die ganze Welt erfahren, dass die Diamanten, die hier für 85 Millionen eingekauft wurden, simple, wertlose Glassteinchen sind. Was haben Sie vor? Oh, Tanja. Lassen Sie sich doch einfach überraschen. Das wird ein Tag, den Sie nicht so schnell vergessen werden. War wunderschön. Ja. Wäre sonst echt ein Scheißtag geworden. Ja, schön, dass ich das ändern konnte. Willst du schon los? Ja, ich habe noch was zu tun. Aber sehen wir uns später. Wie gesagt. Ich wohne hier. Dann können wir auch besprechen, wie wir weitermachen. Ja. Wie wir es Kim sagen zum Beispiel. Was? Dass wir Sex hatten? Naja, ich weiß, dass ihr euch scheiden lasst, aber ich finde es trotzdem fairer, wenn wir direkt sagen, dass wir jetzt zusammen sind. Moment mal, wir. Ich glaube, du hast da was falsch verstanden. Wir waren nur zusammen in der Kiste. Wir hatten nur ein bisschen Spaß. Nur ein bisschen Spaß? Straight to